Wir lebten einst in der wirklichen Welt und die Baroness herrschte über uns. Sie hat unsere Kinder verschleppt und mit ihrem Blut dunkle, böse Magie gewirkt. Als wir schließlich ihr Anwesen niederbrannten, hat sie einen letzten Zauber gesprochen, der unsere Seelen hierher brachte. Wir sind seitdem hier gefangen und stehen noch immer unter ihrer Herrschaft. Dieser Geist kennt das Nichts. Wenn wir ihm helfen, hilft er möglicherweise auch uns. Ich denke ja, dass die Baroness unsere beste Chance ist, hier wieder rauszukommen. Immerhin hält sie diese Leute ja auch hier gefangen. Sagt mir, Fremde, werdet ihr uns bei dieser gerechten Sache unterstützen? Die grauen Wächter scheinen äußerst fähig zu sein. Also wäre uns eure Hilfe wirklich willkommen. Ich muss einen Weg finden, das Nichts zu verlassen. Die Baroness ist eine Blutmagierin aus der wirklichen Welt. Ich würde euch gerne helfen. Dann verfügen wir über die nötige Stärke, um die Baroness offen anzugreifen. Oh ja, ein offener Kampf. Das gefällt mir. Weniger Gerede, mehr Gemetzel. Sie haben doch gerade gesagt, dass sie eine böse und mächtige Hexe ist. Und die wollen wir wirklich verärgern? Wir könnten sie besiegen und dazu zwingen, uns mit ihrer Magie zu helfen. Wenn ich es mir recht überlege. In Ordnung. Ihr habt mich überzeugt. Ich plane, das Tor zu stürmen. Seid ihr dazu bereit? Ja. Gute Leute, die Zeit ist gekommen, uns dieser Hexe im Kampf zu stellen. Ihre Verbrechen sind schon viel zu lange ungesühnt geblieben. Nun ist die Zeit gekommen, eure Freiheit wieder zu erlangen. Pass auf. What the fuck? Ha. Nach all diesem Geschrei dort draußen habt ihr euch also entschieden, hier einzudringen? Und das ohne Einladung? Verdorbene Zauberin! Lasst diese armen Leute frei und beugt euch der Gerechtigkeit! Gerechtigkeit. So nennt ihr das also? Und was ist mit ihnen, die mein Zuhause mit mir darin niedergebrannt haben? Ihr habt unsere Kinder geraubt! Mit ihrem Blut habt ihr eure Eitelkeit befriedigt! Genau wie es mein Recht war. Ihr habt auf meinem Land gelebt, auf dem Land eurer Herrscherin. Euer Blut war mein, ebenso wie es jetzt eure Leben sind. Wie konntet ihr das alles erschaffen? Wieso existiert ihr noch? Was haben wir denn hier? Haben diese jämmerlichen Narren also noch mehr Unterstützung gefunden? Wir sind nicht mehr allein, Baroness. Nun endet eure Herrschaft. Rein zufällig bin auch ich nicht mehr allein. Der Sieg über euch und eure neuen Verbündeten ist mein Weg zurück. Dann wird die Mutter bezahlen für ihren Verrat. Ihr solltet hinsichtlich eurer Schoßtierchen wählerischer sein, Baroness. Hätte ich lieber euch nehmen sollen, Sterbliche? Wir müssen es beenden, sofort! Das graue Wächter ist gefährlicher, als ihr denkt. Ist das so? Wie ihr wünscht, Kreatur. Vernichtet sie und ihr werdet die Belohnung erhalten, die ihr erbeten habt. Genug der Worte! Es ist Zeit für die Schlacht! Gerechtigkeit kämpft wohl jetzt gegen die Baroness? Oder ist die Baroness freundlich? Ich muss jetzt wieder gegen die kämpfen. Was ja eigentlich klar war. Lol. Die Baroness ist freundlich? Nee, war klar, dass das nicht... Das war so klar. Jetzt weiß ich, wer mich da weggeht. Alter! Boah, Nathaniel, du kassierst echt enorm Schaden.
Warum machst du das nicht? Ich habe das Gefühl, der ist so ein bisschen dämlich. Aua. Nathaniel, würdest du nochmal bitte... Scheiße, du hast nix. Oh oh. Warte, Lyrium. Scheiße, das heilt nur das. Nein! Open hier. Geil, vor Anders zu stehen war die beste Entscheidung meines Lebens. Ey, dieser Zwei-Fronten-Krieg muss aufhören, war. Das geht gar nicht. So, Anders. Kannst mich doch noch heilen. Da mach mich nicht sauer, mein Freund. So. Jetzt noch den Aschegeist. Ist eigentlich unverhältnismäßig, dass ich Nathaniel... Nimmst du das? Zu Befehl. Okay, du nimmst es scheinbar auch nicht. Du hast es manchmal so mit Befehlen, kann das sein? Naja. Also irgendwie war das Ganze einfacher als gedacht. Für den Bossfight. Obwohl es so ein paar kritische Stellen gab, muss ich ganz gut sagen. Zack. Nein, ihr Narr! Wieso habt ihr sie nicht vernichtet? Es sind zu viele. Es muss mich zurückschicken durch den Schleier. Sofort, bevor es zu spät ist. Oh, ich werde den Schleier öffnen. Ich schicke sie alle zurück. Ihr jedoch, euer Leben wird mir die Kraft dafür geben. Nein! Nein! Oh. Alter! Der arme Kerl. Ich möchte nicht mit dem tauschen. Wie krass war das denn? Also damit kann ich leben. Verdammt, das war WhatsApp. Shitty. Tut mich sorry. Oh yeah. Wir sind wieder da. Und der lebt auch wieder. Was? Wo bin ich? Was geschieht hier? Nein, das ist die Welt der Sterblichen, hinter dem Schleier. Und dies ist ein sterblicher Körper. Ich bin darin gefangen. Oh. Oh. Der Geist der Gerechtigkeit, wie seid ihr hierher gekommen? Die Hexe hat in ihrer Eile den Schleier durchtrennt und wir alle wurden hindurchgerissen.
Sie ist ebenfalls in diese Welt gekommen. Könnt ihr sie denn nicht spüren? Die Baroness ist in der Nähe. Wir haben sie schon einmal besiegt. Ihr verkennt die Situation. Die Baroness ist nicht sterblich. So wie ihr oder die Dorfbewohner, die sie gefangen hielt. Sie war einst eine Sterbliche. Doch nun ist sie ein Dämon des Hochmuts. Die Sterblichen, die sie gefangen hielt, dienten ihr als Nahrung. Die. Doch hier, in eurer Welt, wird sie etwas vollkommen anderes sein. Was also schlagt ihr vor? Der Schleier wurde durchtrennt und die Risse müssen geschlossen werden, damit nicht noch mehr Dämonen in diese Welt eindringen. Ich kann eure Waffen vorübergehend so verändern, dass sie die Magie des Nichts zurückschlagen können. Aber wenn wir die Baroness besiegen wollen, müssen wir uns beeilen. Habe ich's nicht gesagt? Schild und Schwert? Ne? Habe ich's nicht gesagt? Kotzen. So kotzen könnte ich. Ja. Ein Magier haben wir. Sehen wir nochmal Nathaniel. Oder Sigrun. Ein zusätzliches Bett dürfte ganz geil sein. Nathaniel, bitte spuck nochmal deinen. Ich bin soweit. Wolf aus. So. Wappen von Griffin. Wir haben ja zum Glück noch Partha. Ja. Nur leider haben wir keine gute Waffe, die wir dem geben können. Und verzaubern können wir dem auch nichts gerade. Also das ist echt kacke. Kälteresi. Ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken soll. Zack. Ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken soll. Gehört das beides zusammen dem? Ein schönes Geschenk. Hab Dank. Ich halte das nicht für klug. Ich auch nicht. Okay, dann halt nicht. So, jetzt kriegst du noch ein paar Geistkrieger. Obwohl Geistkrieger über mächtige Fähigkeiten verfügen, sind sie keine Magier. Sie bauen vielmehr eine Verbindung zu den Bewohnern des Nichts auf und Fähigkeiten des Sterblichen verstärken und dafür einen kleinen Einblick in deren Welt erhalten. Die Templer, deren Kirche, machen jedoch kaum einen Unterschied zwischen Geistkriegern und Magiern. Cool. Du bist mein richtiger Tank. Stärke. 55 Stärke und 22 Konst, die willst du mich natzen. Die hat doch gar nichts. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übermütig, aber irgendwie. Nein, halt. Man macht verleiht dem Boni auf Schaden. Geistkrieger, Seelenzeichen. Oh cool, aber der hat auf jeden Fall alles jetzt voll von Schild und Schwert. Kriegst du noch Kriegsschrei und passt das. Obwohl ich ganz ehrlich sein muss, die Konstitution von dem gefällt mir überhaupt nicht. Der Auserwählte der Mutter. Rüstung des Hüters. Tja, Gerechtigkeit. Du hast eine Scheißrüstung, wa? 3 Stärke, 2 Konsti. Nimmst du das? Das passt zwar jetzt sowas von nicht, aber egal. Des Kriegers Stärke. Bewahrers, Segen der Natur. Passt zwar jetzt sowas von nicht, aber naja.